Wieso sind Vergewaltigungen in bestimmten Kulturen noch toleriert? Wieso sind Genitalverstümmelungen von jungen Mädchen noch so weit verbreitet? Und warum gibt es im 21. Jahrhundert eigentlich immer noch Zwangshochzeiten? All diesen Fragen widmet sich der neue Schweizer Dokumentarfilm Hashtag Female Pleasure. In diesem Sinn wünsche ich euch, heiße ich euch herzlich willkommen zum Blick Live-Tag da mit Melanie Weiniger. Produzentin von dem Doc-Film und der Regisseurin der Barbara Wagner. Schön sind ihr heute bei uns. Barbara Miller. Barbara Miller, ja. Schön sind ihr heute bei uns. Schön, dass wir dürfen kommen. Danke. Ja, ihr zwei habt euch extrem intensiv beschäftigt in den letzten Jahren mit dieser Thematik. Melanie, erzähl doch du gerade mal zum Start. Wieso ist dir die Befreiung von der Frau oder die sexuelle Befreiung von der Frau so ein grosses Anliegen? Also, an dieser Stelle würde ich zuerst mal sagen, die wirklich seit 5 Jahren das durchstieren, ist wirklich Barbara. Sie ist eigentlich der Hero von dem ganzen Film, weil man muss können als Frau anstehen und sagen, doch, ich mache das against all odds, oder? Weil da ist Hashtag MeToo noch nicht rum gewesen und die Diskussion ist noch nicht so öffentlich gewesen. Und wenn sie nicht so fest daran geglaubt hätte, dann wäre der Film nicht zustande gekommen. Ich bin erst seit 3 Jahren dabei. Und für mich gibt es eigentlich keinen Grund, warum ich nicht hätte dabei sein wollen. Es ist eigentlich wirklich eine Ehre für mich. Ich habe auf meiner professionellen Laufbahn noch nie so viel Feuer für ein Projekt gehabt. Es ist eigentlich mehr als ein Projekt. Ich sage immer Projekt, aber eigentlich ist es gar kein Projekt. Es ist ein Live-Calling. Weil es für mich einfach normal ist, dass im 2018 eigentlich Frauen sollten dürfen und können über ihre Sexualität bestimmen. Dass die Männer sollten wissen, dass auch eine Frau die Recht hat, dass es auch für eine Frau wichtig ist, die Sexualität, die Freiheit. Und an diesen Orten und bei diesen Männern und bei diesen Frauen, wo es noch nicht so ist, genau für die ist der Film. Und genau darum glauben wir auch so fest daran. Frage an dich, Barbara. Du hast vor 5 Jahren eigentlich die Idee gehabt zu diesem Dokumentarfilm. Erzähl mal, wie die entstanden ist. Also eigentlich hat es angefangen auf meinen vielen Drehreisen um die ganze Welt und ich habe mich eigentlich immer gefragt, wie geht es den Frauen wirklich? Also in vielen Ländern auch, wo die Frauen viel weniger Recht haben oder verschleiert rumlaufen, auch jetzt in Indien. Und ich habe mich immer gefragt, wie geht es ihnen in ihrem intimsten Moment eigentlich? Also wie geht es ihnen in der Sexualität und wie steht es eigentlich eben mit dem sexuellen Recht und mit dem Recht auf, auf den eigenen Körper, Selbstbestimmung über den eigenen Körper? Und so hat es eigentlich angefangen. Und dann war der Vorfall in Indien, gewesen, also die Gruppenvergewaltigung, wo ja eine junge Frau daran gestorben ist, junge Studentin. Und für mich ist Indien eigentlich immer so ein bisschen das Land von der Spiritualität. Ich war oft in Indien, in Goa, und dachte, ah, wunderbar. Und mir dann wirklich so zu bewusst werden, wie es den Frauen dort wirklich geht. Und ich meine, es ist 500 Millionen Frauen, das sind nicht ein paar Einzelne. Das sind eigentlich so die Motivationen, gewesen, wo ich gefunden habe, doch, da muss ich wirklich jetzt etwas darüber machen. Im Zentrum von eurem Doc-Film stehen ja 5 sehr starke, mutige Frauen. Und damit der Zuschauer mal ein bisschen einen Eindruck bekommt, wer die Frauen eigentlich sind, schauen wir uns jetzt gerade mal den Trailer an. We live in an environment where women are constantly judged. What is it that happened billions of years ago that they felt they had to do this to our bodies? The concept of love does not exist in India. In der Welt, in der ich gelebt habe, war ich als Frau eine Gefahr. I was 17 years old. I was to have intercourse with someone I didn't know. It's about controlling women's sexuality, and that's a global issue. 人口は奉られているのに。 An artist in Tokyo has been arrested for 3D printing an image of her vagina. They're practicing patriarchy, which is a universal religion. It's very difficult to have men talk about things which actually questions their masculinity. Women need to remember that they actually own their bodies. The female body is just as precious, just as valuable as the man's. We cannot isolate the role of men and the role of women. It's not a question of fixing one gender before the other. We all have to change.
Ja, wir haben es gesehen, 5 verschiedene Geschichten, 5 verschiedene Weltreligionen und auch 5 verschiedene komplett unterschiedliche Schicksale. Ich habe den Film gesehen, es ist mir mega eingefahren, die Geschichten von diesen Frauen. Und dann habe ich mich aber gefragt, wie ist es gelungen, dass man so eine Besetzung findet für diesen Film? Wie war die Arbeit gewesen? Was waren die Schwierigkeiten gewesen? Also ich glaube, viel ist wirklich ein grosses Glück. Also ich habe extrem Glück gehabt, die Frauen zu finden. Und am Anfang ist eigentlich die Idee gestanden, mutige Frauen zu suchen, eben aus den 5 Weltreligionen, weil ich wollte einen Film machen, der weltumspannend ist, also wo alle betrifft. Eben, es geht nicht darum, die Religion hat das Problem oder die Kultur, sondern eigentlich, wo man kann sehen, dass wirklich wir alle das Problem mit dem weiblichen Körper und mit der weiblichen Sexualität haben, also im Blick darauf. Und ich habe nach mutigen Frauen gesucht, die schon einen gewissen Schritt an die Öffentlichkeit gemacht haben. Weil in sehr vielen Kulturen, in sehr vielen Gesellschaften ist natürlich das ein riesen Tabu, über Sexualität zu reden. Und mir war wichtig, dass sie den Schritt schon ein bisschen gemacht haben, damit sie auch wissen, was das überhaupt bedeutet. Also, dass sie wissen von diesen Gefahren. Also, ich meine, Deborah Feldmann ist von ihrer Familie bedroht worden. Sie haben ihr den Tod gewünscht. Leila Hussein ist mehrmals angegriffen worden auf der Straße. Jetzt war sie gerade wieder in Kenia, also jetzt auch nach dem Film. Und sie ist körperlich angegriffen worden. Also, es ist wirklich ein grosses Risiko, das die Frauen eingehen. Und mir als Regisseurin war einfach wichtig, dass ich nicht die ganze Verantwortung für sie allein trage, sondern dass wir bewusst alle zusammen wissen, auf was wir uns einlassen. Das ist ach so, ja. Das hat sehr viel dazu beigetragen, warum diese Frauen. Und wer war so die Erste, die du angegangen bist und gewusst hast, die muss ich an Bord haben? Es war noch spannend, als ich mit dem Projekt angefangen habe. Ich habe angefangen, mit Leuten darüber zu reden, vor allem auch mit Frauen zu erzählen. Und dann hat mir jemand gesagt, in Holland, sie hat von dieser wahnsinnigen Inderin gehört, die eine Aufklärungswebsite gemacht hat, in einem Land, wo man nicht über Sexualität reden darf, wo die Frau eigentlich keinen Wert hat. Und das war dann eigentlich die Vitika. Dann habe ich sie kontaktiert und habe sie dann in Delhi getroffen. Also ich habe eigentlich sehr schnell dann immer versucht, die Frauen auch persönlich zu treffen, um zu schauen, ob es funktioniert. Und die zweite war dann Deborah Feldmann. Da hat mir eine Freundin gesagt, oh, das Buch ist der Wahnsinn, das musst du lesen. Und dann war ich an einem Festival in Amerika und habe sie dann treffen bei ihr daheim. Und mit der Leila, glaubst du, wenn ich mich nicht täusche, ist es auch noch eine lustige Geschichte, oder? Ja, ich habe sie versucht, ein Jahr lang, weil ich habe für ihr gehört, dann habe ich ihre Webauftritte gesehen und ein Jahr lang versucht, sie zu kontaktieren. Und es ist einfach nie etwas zurückgekommen. Ich dachte, das ist komisch. Also, weil ich habe sehr offen geschrieben, dass es um weibliche Sexualität geht und denke, das fängt sie ansprechend auch. Und es hat sich dann herausgestellt, dass, weil ich halt Female Pleasure und Female Sexuality in den E-Mails geschrieben habe, dass alles in Spam ist. Und kurz vor Weihnachten sagt eine Freundin zu ihr, du schau mal deinen Spam an. Per Zufall, sie schaut es an und ich habe noch wirklich 3 Sekunden später ein E-Mail gesagt, wow, ich habe gesehen, du hast so viele E-Mails geschrieben, sofort müssen wir uns treffen. Und 3 Tage später haben wir uns getroffen. In London dann. Und es hat alles schön geklappt. Und das war super. Wie lange sind denn jetzt die ganzen Dreharbeiten gegangen? Also wie lange bist du am Aufgleisen gewesen? Wie lange war effektiv die Produktion nachher gewesen? Also es ist ja bei Dokumentarfilmen oft so, dass man schon eigentlich während der Recherche anfängt zu drehen, weil Geschichten sind ja dann aktuell. Und eigentlich ist es wie etwas mit Finanzierung hat. Wir haben schlussendlich die ganze Zeit immer wieder ein bisschen Finanzierungsschritt gebraucht, weil das Projekt immer grösser geworden ist und komplizierter, komplexer war. Von dem her eigentlich wirklich Dreharbeiten etwa 2,5 Jahre und das ganze Projekt 5 Jahre. Also es ist eigentlich ein recht langer Prozess. Wo dann natürlich auch immer mehr Herzblut dazukommt, je länger man dabei ist und je länger man dran ist, oder? Melanie, du fungierst so ein bisschen als Botschafterin für den Film. Du hast aber die 5 Frauen sicher auch schon treffen dürfen. Ja. Wie war das für dich gewesen? Also ich bin ja Executive Producer, nicht Produzentin. Das ist ein kleiner Unterschied, aber es macht eigentlich nichts zur Sache. Und Botschafterin, das machen wir vor allem hier in der Schweiz, weil halt 2-3 Menschen in der Schweiz mein Gesicht schon kennen. Und das nützen wir jetzt schamlos aus. Und ich muss auch sagen, dass ich noch nie so gern und so zu 100% mein Gesicht für etwas eingesetzt habe oder meine Stimme und meine Gedanken. Ich kann die Frauen dürfen und ich sage wirklich dürfen kennenlernen. Und es ist für mich eine riesige Bereicherung. Ich sage aber auch, sie gehört auch zu diesen Frauen. Also ein Wandel, den ich durchgemacht habe, ist sicher auch sie mitverantwortlich. Das Lustige ist, wir haben alle gemeinsam, wir kommen aus verschiedenen Orten, haben verschiedene Schicksale gehabt, sind an anderen Orten aufgewachsen.
Aber wir haben alle extrem viel gemeinsam charakterlich. Also wir können an einen Tisch hocken und es wird so laut gelachen. Und wir haben alle den gleichen Humor. Und das ist das Erste, glaube ich, was ich der Barbara dann gesagt habe, ist, wenn man denkt, dass die Frauen so einen harten Schicksal hatten und trotzdem so einen Humor haben, dann wächst der Respekt masslos ihnen gegenüber. Mhm. Und für mich, die haben mich verändert. Also ich bin positiver denn je, ich bin stärker denn je, ich bin zielorientierter denn je. Und darum sage ich auch immer, es ist für mich eine Ehre, dass ich dabei sein darf. Es ist nicht ein Projekt, das ich finde, ich muss Geld verdienen dran oder irgendetwas. Das ist wirklich ein Ziel, das wir uns gesetzt haben, weil wir wollen alle etwas verändern. Wir wollen, dass man darüber redet und wir wollen, dass es dass Gerechtigkeit eintrifft. Irgendwann. Oder wir hoffen zumindest. Was wollt ihr denn konkret verändern, wenn ihr das jetzt so formulieren dürft? Dass Frauen selber über ihre Sexualität dürfen bestimmen dass es, was wir nicht wollen, zum Beispiel, was viele gedacht haben, weil es als feministischer Film angeschaut wird, wir wollen nicht von einem Patriarchat in ein Matriarchat. Wir finden einfach, man soll doch können, Mann und eine Frau sollen sich können kompensieren statt konkurrenzieren. Wir wollen den Männern aufzeigen, wir sind keine Bedrohung. Die Frau repräsentiert nicht eine Bedrohung, aber es ist normal, dass bei uns das Fragezeichen aufkommt, warum fühlen sich die Männer, warum fühlen sich die Religionen und die Kulturen der Frauen bedroht? Und das ist eine Frage, die im Raum steht. Wir haben sie immer noch nicht beantwortet. Aber ich finde es extrem wichtig, dass es so Frauen wie Barbara gibt, die aufstehen und etwas machen. So Frauen wie unsere 5 Protagonistinnen, die durch dick und dünn gehen, die ihr Leben aufs Spiel setzen und trotzdem den Kampf auf sich nehmen und nicht Ruhe geben und Troublemakers werden bleiben. Und somit wird sich auch etwas verändern. Um ein bisschen tiefer in die Thematik zu gehen, stellen wir gerade mal die einzelnen Frauen vorstellen. Wir fangen an mit Leila Hussein. Sie stammt aus Somalia, setzt sich ein gegen Genitalverstümmelung bei jungen Mädchen und hat das Schicksal schon am eigenen Leib erfahren. Film ab, bitte. It was a very sunny morning. At the age of 7, I've endured a practice called female genital mutilation. Female genital mutilation, it's when you partially or totally remove the female genitalia. Myself and 200 million other women are living with this practice today. 3 million alone are at risk in the African continent. 500,000 are living in Europe as we speak. FGM, it's a global issue. This is about oppressing women. It's about oppressing women's bodies. It's about controlling women's sexuality. And that's a global issue. That's not an African issue. That is not an Asian issue. That's a global issue. Ich glaube, das Brutale an dem Ganzen ist ja die Machart, wie das gemacht wird. Das muss man vielleicht auch noch sagen. Also da wird ohne Betäubung, ohne nichts, teilweise mit einem Messer, teilweise mit einem Glasscherben, wird da einfach Klitoris abgetrennt, teilweise wieder zugenäht. Das sind Höllenqualen, oder? Ich kann nicht sagen, dass es Höllenqualen sind, weil wir da all Glück haben, dass wir nie so etwas haben müssen erleben. Aber schon der Gedanke daran muss einem doch, wenn man nur ein gewisses Grad an Menschlichkeit noch besitzt und an Empathie, muss man doch können zugeben, dass es einfach falsch ist. Erwachsene Menschen, meiner Meinung nach, und dieser Meinung ist auch die Leila zum Beispiel und wir Frauen alle, erwachsene Menschen haben an den Genitalien von Kindern nichts verloren. Ob bei Buben oder bei Mädchen, das sind Genitalien von Kindern und die sollten nicht angelangt werden. Fertig. Ja, und ich glaube, es ist eben nicht nur das brutale Machart, sondern was ist eigentlich das Ziel davon? Also das Ziel davon ist, dass Mädchen, Frauen nie eine sexuelle Erfüllung finden können, nie einen Orgasmus haben, nie Spass in der Sexualität finden. Ich meine, das ist so ein brutaler Gedanke. Und 200 Millionen Mädchen und Frauen sind davon betroffen. Es ist nicht eine kleine Minderheit, es ist eine unglaubliche Masse. Nur mit dem Ziel, nie Spass am Sex. Das heisst eigentlich, die Frau wird instrumentalisiert zu einer Gebärmaschine und nichts anderes, oder? Genau. Mhm. Ja, und natürlich genau eben das. Der Mann ist dann sicher, weil es für sie so schmerzhaft ist, weil es für sie so schlimm ist, die Sexualität, weil sie es nicht geniessen kann, dass sie sicher nicht irgendwo mit einem anderen
überlassen. Das hat, ja. Und ich glaube, das kommt irgendwo sicher aus dem Gedanken gut raus. Weil es ist ja der reine Wahnsinn. Also warum soll man das machen? Und wenn man es auf die europäische Seite, wo man immer das Gefühl hat, in Europa passiert das nicht und wir haben das nicht, ist der Gedanke schon nur, wenn man ganz ehrlich redet, wenn eine Frau Spass am Sex hat und ein Mann Spass am Sex hat, dann ist der Sex einfach eine Million Mal besser. Also macht es auch keinen Sinn. Mhm. Einfach auf der einen, weil Leute wollen auch in Europa nicht über Sex reden. Das ist irgendwie so ein Tabu, obwohl es uns alle nicht würde geben ohne Sex. Aber man versteht den Hintergedanken gar nicht, weil es einfach auch für den Mann, wenn er auch nur egoistisch denken will, auch für den Mann ist es besser, wenn die Frau Freude daran hat. Weiss man, wie das entstanden ist? Sie sagen, das ist halt Brauch und gewisse sagen noch, glaube aus hygienischen Gründen. Ich weiss nicht, was an dem hygienisch sein sollte, wenn dort irgendwo in einem Hütli in Afrika mit einem Scherben. Auch in Europa. Auch in Europa, ja. Also eigentlich, sterben ja auch Kinder dabei, muss man auch noch sagen. Es sterben sehr viele Frauen oder Kinder dabei. Entstanden ist während der pharaonischen Zeit. Ich habe mal gehört, weil der Pharao irgendwie sein Harem nicht hat wollen, dass die irgendetwas mit einem anderen machen, haben die angefangen, die Klitorisbeschneidung zu machen. Und das Verrückte ist halt, dass sehr viele Kulturen das übernommen haben und jetzt im Islam, es ist nicht ein islamischer Brauch, aber dort wird natürlich sehr oft gesagt, das ist unsere Religion. Und Leila Hussein kämpft ja ganz klar dagegen und sagt, im Koran oder in irgendeiner heiligen Schrift wird das nicht erwähnt. Das ist ein heidnischer Brauch. Es wird missbraucht in dem Sinn von gewissen Leuten und sagen, ja, das ist religiös, das müsst ihr machen, damit ihr Gott oder Allah oder wem auch immer irgendwie entsprechen. Aber es hat nichts mit Religion zu tun, sondern es ist eigentlich eben, es geht wirklich darum, dass Mädchen und Frauen keinen Spass am Sex haben können. Und wenn ich noch etwas dazu kann sagen, ist ja so, Tradition ist ja etwas Wichtiges für den Mensch und das soll man auch dürfen behalten, aber auch eine Tradition und eine Kultur darf sich weiterentwickeln. Weil sonst können wir alle in eine Höhle leben und wieder mit dem Stäckchen Feuer machen. Also wir haben uns ja auch weiterentwickelt. Also warum sollen wir nicht auch Religionen und Brüche in Frage stellen im 2018? Sollte doch das normal sein, dass das eigentlich nicht mehr. Und ich glaube, da macht ja Leila Hussein einen sehr wichtigen Schritt in dieser Aufklärung. Sie lebt für das, sie setzt sich für das ein, sie macht alles, damit das gestoppt werden kann. Ja, sie riskiert ihr Leben. Ja. Sie gibt ihr ganzes Leben dafür, für den Kampf, dass sich das verändert. Und das Wichtigste war ja für sie am Anfang, dass ihre Tochter das nicht erlebt. Mhm. Ihre kleine Tochter. Und daraus ist eigentlich der Kampf entstanden. Mhm. Und sie steht wirklich her. Und ihre Community hat sie am Anfang ganz schlimm behandelt und ausgestoßen und verspottet und bedroht. Und je länger, je mehr gibt es auch eine Akzeptanz. Also es bewegt sich wirklich etwas. Aber man muss gleich sagen, die Leila läuft immer noch mit einem Panic-Button umeinander. Weil sie verschlagen worden ist, angespeuzt worden ist. Und trotzdem sieht sie sich nicht als Opfer, sondern als Kämpferin. Und dann man kann nur den grösstmöglichen Respekt für so eine Frau haben. Sie hat keine Angst. Es ist wie wenn jedes Mal, wenn ihr etwas passiert, wird sie stärker und stärker und stärker. Mhm. Oder, und darum ist der Film einfach ganz etwas anderes. Einfach etwas, was man noch nie gesehen hat. Gut, wir machen weiter mit Deborah Feldmann. Auch sie ist bedroht worden, nachdem sie aus einer radikal-jüdischen Glaubensgemeinschaft ausgetreten ist, weil sie gezwungen worden ist, Sex mit einem Fremden zu haben. Auch da schauen wir uns einen Ausschnitt an. I was to have intercourse with someone I didn't know, whether I wanted to or not. I felt forced both by the community and by our family. They told me there were no other options for me. So I had sex. It was extremely painful. I cried. And the following week, I found out I was pregnant. And I thought, so now I'm responsible, not just for my own life in this community, but also for forcing it upon someone else. This made me realize just how powerful the community is in containing women. Once I grew into my full feminine power as a woman, that's when I became completely crushed. Kaum hat sie ja dann ihren Sohn geboren, hat sie beschlossen, ich
muss meine Sachen packen, ich muss gehen. Und auch dann hat sie ja ganz schlimme Sachen erlebt. Im Film kommt vor, dass ihr gesagt wurde, ist ihr Grabstein sei schon gemacht worden, weil die Leute gehofft haben von dieser Community, dass sie jetzt Selbstmord begeht. Das ist unvorstellbar, so etwas, oder? Also nicht einmal nur die Leute von der Community, ihre Eltern. Ihre Familie geschrieben, sogar, ja. Wenn du uns einen Gefallen machen willst, bring dich doch um. Der Grabstein steht schon, wir werden auf deinem Grabstein tanzen. Ja, und es ist unglaublich, der Druck, der von dieser Community auch kommt. Also es gibt sehr, sehr viele Frauen und Männer, die sich nach dem Austritt auch umbringen. Und Deborah, sie hat erzählt, sie war mal in der Ferien mit ihrem Sohn, hat sich zwei Wochen hat sie eigentlich nichts auf Facebook oder so gepostet und dann haben sie schon ihren Tod gefeiert. Und dann hat irgendwie eine Freundin versucht, sie zu erreichen und hat ihr gesagt, du, es wird überall geschrieben, du bist tot, du musst unbedingt dich melden. Also ich meine, das Gefühl, einfach auch immer zu wissen, es würde sich so viel darüber freuen. Nur weil sie es getraut hat, weil sie gesagt hat, ich möchte für meinen Sohn nicht so ein Leben, ich möchte für meinen Sohn ein offenes Leben, ich entscheide mich für etwas anderes. Hat sie das im Bewusstsein gemacht, dass ganz viele Leute sich nachher umbringen, weil sie wie mit dem Druck dann nicht mehr umgehen können? Also sie hat das, natürlich, wo sie noch in der Community war, ist das nicht das Thema gewesen. Also dort hat man eigentlich nicht erzählt von denen, die rausgegangen ist. Oder vielleicht eben mal als abschreckendes Beispiel, gesagt, ah, die sind so unglücklich und die können nicht leben ohne das. Aber sie ist sich schon bewusst gewesen, dass es ein unglaublich grosses Risiko ist und dass ihre Community, dass sie hat ihre Eltern nie mehr gesehen seit da. Also dass sie ihre Familie nicht mehr wird sehen, dass sie nie mehr zurückgehen kann. Wo wir dort hingegangen sind, den Ort, wo sie herkommen, sind wir bei ihrem Haus vorbeigefahren, haben wir im Auto gehen. Also wir haben nicht können aussteigen, weil sie einfach gesagt hat, das Risiko, wenn sie aussteigt, dass etwas passiert, ist viel zu gross. Was ist denn mit ihrem Mann, also mit dem Vater vom Kind, passiert? Weißt du das? Ich weiss nur, dass er sich dann auch entschlossen hat, eigentlich aus dieser ultraorthodoxen Community auszuscheiden. Sonst weiss ich nicht so genau. Ich glaube, er ist jetzt wieder verheiratet, aber... Und die haben keinen Kontakt mehr, in dem Fall? Ich glaube, das wüsste ich nicht. Also ich weiß es nicht. Aber. Nein. Es ist ja auch extrem krass, was sie sagt, was es für Regelungen gibt in dieser jüdisch-orthodoxen Glaubensgemeinschaft. Also Sachen wie, man darf sich nicht umziehen, so dass man einen Teil vom Körper von der Frau sehen kann, weil der ist ja unrein. Also ich glaube auch, jetzt müsst ihr mich korrigieren, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, die Leute haben auch Sex nur durch ein Lindtuch, oder? Ich glaube, es ist nicht bei allen so, aber es gibt sicher einen Teil von der Community, wo das... Einfach ja nicht Körper sich berühren. Genau, weil die Frau halt als Sünderin und unrein angeschaut aber wird. Aber würdet ihr dann sagen, dass die jüdisch-orthodoxe Glaubensgemeinschaft frauenfeindlich ist? Ich würde das bejahen. Also ich glaube, es gibt sicher Frauen, die sich in diesem Kontext wohlfühlen, vielleicht auch. Also wo für sie ist es wichtig, dass es so streng ist und dass irgendwie alles reglementiert ist. Aber ich glaube, eigentlich die grundsätzliche Haltung, so wie ich es jetzt erfahren habe, und ich kann nur aus dem reden, was ich gesehen habe, was ich erlebt habe, was ich gehört habe, gibt es einfach eine Zweiklassengesellschaft. Also wenn eigentlich beten alle Männer am Morgen zu Gott und sagen ihm Danke, dass ich keine Frau, dass du mich nicht zu einer Frau gemacht hast. Man kann das verschieden interpretieren, aber die Interpretation, dass das natürlich etwas ist, wo man dafür dankbar ist, sagt ja eigentlich, das ist etwas Minderwertiges. Wenn ich nur noch etwas kann dazu, es geht. Ich weiss, wir reden jetzt gerade über Deborah, aber wenn man jedes heilige Buch anschaut, jedes, oder, wird auch Buddhismus, wo ja alle so als sehr offen und tolerant anschauen, wird auch gesagt, dass man zum Glück keine Frau ist und dass die Frau unrein ist und man kann Buddha, also die Erleuchtung, nur erreichen, wenn man kurz vor dem Tod sich in einen Mann verwandelt. Also, wollte ich doch noch mal sagen, es ist einfach ein globales Problem. Nicht Jewish, Muslim, Christ oder whatever. Es ist einfach in jedem heiligen Buch, wird komischerweise gesagt, dass du minderwertig bist als Frau, dass du eine Sünderin bist. Und als Frau trägst du die Last von klein auf, dass du eigentlich nie gut bist, nie gut genug wirst. Und das ist eine Frage dahinter. Oder warum... Das sollte richtig sein, weil man braucht ja auch Frauen.
auf dieser Welt. Es würde keine Männer geben ohne Frauen, es würde keine Frauen geben ohne Männer. Warum? Es macht überhaupt keinen Sinn, rein mathematisch schon nicht. Ich kann die Frage eigentlich später stellen, aber es passt jetzt gerade gut. Ist es in dem Fall auch ein bisschen im Film schon gegen Religion? Es ist ja nicht im Prinzip ein Film gegen Männer, sondern es sind immer Männer, die unter dem Deckmantel von einem Glauben handeln. Aber die Religion ist schon, also ich bin selber verschrocken, als ich all die Auszüge gesehen habe aus diesen Glaubensbüchern, wo die Frauen einfach immer als Sünderin herstellen. Also ich glaube nicht, also für mich ist es nicht ein Film gegen die Religion und es ist schon gar nicht, es geht gar, überhaupt nicht um Glauben, aber die Religion ist halt sehr oft instrumentalisiert worden, um genau die Gedanken, um die Moralvorstellung durchzusetzen. Und ich meine, bis wo es noch kein richtiges Rechtssystem oder noch eine richtig organisierte Gesellschaft gegeben hat, ist die Religion das Einzige gewesen, die eigentlich gesagt hat, das ist richtig, das ist falsch. Es war wirklich die Moralinstanz gewesen. Und eigentlich geht es ja wirklich um das System, wo sich um die ganze Welt auch verbreitet hat, durchgesetzt hat. Eben, dass man den Frauen eigentlich immer das Gefühl gibt, du genügst nicht, dein Körper genügt nicht, dein Körper bringt Sünde in die Welt. Anstatt dass man sagt, ja, ist wunderbar, die weibliche Sexualität ist toll, es ist schön, dass Frauen Kinder auf die Welt bringen können, Frauen sollen auch Spass haben. Also es ist wirklich so eine grundlegende Haltung. Und eben, wenn wir sagen von den Religionen, ja, das ist vor Tausenden von Jahren geschrieben worden. Aber wenn ich mir noch vorstelle, wie meine Großmutter gedacht hat, mit was sie für konfrontiert war, wie sie aufgewachsen ist und was sie, also es war die Schwiegermutter von meiner Mutter, was sie ihr noch mitgegeben hat bei der Heirat. Sie hat gesagt, du musst nicht nur gut können putzen und kochen, sondern du musst auch gut können herheben. Also der Gedanke eigentlich, dass du als Frau, es geht nicht darum, Spass zu haben, es geht nicht darum, eine glücklich erfüllte Beziehung, eine gleichwertige Partnerschaft zu finden. Und das ist nicht lange her. Was ist das her? 40 Jahre. Also es ist schon, eben, ich denke, es ist, mir ist wirklich auch wichtig gewesen, oder uns ist wichtig gewesen, auch zu sagen, ja, die Gedanken haben sich über Tausende von Jahren, haben wir die einfach mitgetragen, heute stellt man sich in Frage. Aber die Bilder schweben natürlich immer noch um und der Blick. Also. Aber ich würde nicht sagen, dass es ein Film gegen Religion ist, vor allem nicht gegen Glauben, das hast du gesagt. Das sagt auch Doris immer und sie war ja eine Nonne früher. Sie ist nicht gegen einen Glauben, aber sogar sie sagt, dass es ganz viel Männer gibt, die das instrumentalisieren, die die Religion brauchen, um an ein Ziel zu kommen, wo es viel auch mit Geld zu tun hat. Und so. Aber der Glaube, der ist wichtig. Es gibt Menschen, die wirklich durch den Glauben leben können, ein besseres Leben führen können. Und das kann man auch nachvollziehen. Also es ist nicht gegen die. Und es ist schon mal gar nicht gegen Männer. Weil wir sind, wenn nicht der einzige, einer von den sehr wenigen Filmen, die für Frauenrecht kämpfen, aber zeigen, dass es eine Kooperation geben muss. Es ist, man sieht das mit ganz vielen von unseren Protagonisten. Die haben übrigens alle ein super Verhältnis zu Männern. Auch wir haben ein super Verhältnis zu Männern. Und die zeigen auch auf, dass sie auch mit Männern einen Wandel durchgemacht haben und dass es mit der Kooperation von Männern funktioniert. Oder? Und Das finde ich ist extrem wichtig, dass man das sagt. Es gibt ja auch Männer und Männer, oder? Genau. Es ist halt nicht jeder, also es ist nicht einfach, weil man Mann ist, sind alle gleich und weil man Frau ist, sind alle gleich. Sind Individuen. Genau. Du hast Doris erwähnt, wir machen gerade dort weiter, sonst wären wir nämlich da nicht mehr allen gerecht, wenn ich euch wieder um Viertel vor muss gehen. Sie hat eigentlich wegen ihrem Glauben auch müssen Sex gegen ihren Willen haben. Sie ist mehrfach, als sie als Nonne in Rom war, vergewaltigt worden von ihrem Vorgesetzten, Pater Burkhard. Daraufhin ist sie ausgetreten, hat dem Papst einen Brief geschrieben, um Hilfe gerufen und auch das schauen wir uns jetzt gerade an. Papst Franziskus ist eine Figur, die vielen Leuten Hoffnung gegeben hat, dass sich in der Kirche was ändert. Jedenfalls, ich habe einen Brief an Papst Franziskus geschrieben. Caro Papa Francesco, Santo Padre, da giovane amavo molto la Chiesa. Speravo di dedicare la mia vita al Signore, e invece mi hanno pressoché tolto la vita. Padre Burkhard mi violentava alcune volte nella casa di formazione della FSO a Roma. Non avevo possibilità di trovare aiuto perché intravedevo che da donna sarebbe io la colpevole
per favore non permetti che sia così. Lei è la mia ultima speranza. Ja, ihre Hoffnung ist nicht erfüllt worden. Der Brief ist zwar mal beantwortet worden, es ist aber nichts passiert. Der Pater Burkhard ist immer noch im Amt, auch nachdem sie sogar noch ein Buch geschrieben hat und nochmal einen grösseren Schritt an die Öffentlichkeit gewagt hat. Das ist unglaublich, so etwas, oder? Es ist unglaublich so etwas, aber man muss auch noch sagen, was man vielleicht noch nicht weiss, wenn man den Film noch nicht gesehen hat, ist, sie ist zuerst zu ihrer Vorgesetzten Nonne gegangen. Mhm. Nach ganz vielen Jahren ist sie gegangen, hat den Mut zusammengerafft, zu ihr zu gehen und ihr das zu erzählen, dass der Pater Burkhard sie mehrmals vergewaltigt hat. Und dann ist sie einfach auf Deutsch gesagt, zuerst mal einfach mal zusammengeschissen worden. Mhm. Und da sieht man, dass es nicht Männer, die Bösen sind, die so Zeug machen, weil die Frau, die Obernonne, die hat ihn nicht entdeckt. Die hat nachher quasi der Doris gesagt, dass sie sicherlich auf irgendeine Art eine sexuelle Energie ausgestrahlt hat oder so. Und darum sei sie schuld, dass der Pater Burkhard dann schwach geworden sei und sie vergewaltigt hat. Und das finde ich genau, also nicht so schlimm wie die Vergewaltigung selber, aber das finde ich auch unter aller Sau. Es sind einfach völlig falsch gefestigte Bilder oder Normen oder Vorstellungen, die irgendwie einfach total quer sind im 21. Jahrhundert. Genau, und das zeigt ja eigentlich, eben, sie ist nicht ein Einzelfall. Also es gibt jetzt unterdessen eine grosse Bewegung, auch von Nonnen von der ganzen Welt, die darüber erzählen, ja, genau, was ihnen passiert ist. Und eben, das Verrückte ist wirklich, wenn jetzt die Kirche, also wenn jetzt die Vorgesetzte oder wenn die ganze Kirche um den Papst herum auch ganz anders reagiert hätte, dann würde man das ja auch anders anschauen. Aber die Reaktion ist so unglaublich, zu sagen, ja, ich verzeih dir. Also du als Frau bist schuld, dass du vergewaltigt worden bist. Es ist eigentlich unvorstellbar. Mhm, das ist ein Wahn. Und es hat ja noch, jetzt sind wir, glaube ich, bei der vierten im Bund, genau, die Vitika. Sie ist indische Menschenrechtsaktivistin und sie äußert sich in eurem Dokumentarfilm auch relativ klar zum Thema Religion. I think religion is one of the biggest killers in the world. The most confrontation in any part of the world, it is all about religion. People who say that this is an expectation from the women and this is an expectation from men and this is what religions are, and the people who think that they are upholders of religion, they're not. And we are idiots if we believe that. We clearly are idiots if we believe that. As a woman, you're the pride of the family. So if you marry anybody who's out of your caste or who's not from your religion, that's going to be like a black spot on the family. Honor killing is still very common. The concept of love does not exist in India. When I shared with my parents that I want to marry the man I love, I was afraid my parents will give in to the community pressure and say no. Ja, die Vitika hatte Glück gehabt, ihre Mutter ist belohnt worden. Sie hat können aus Liebe heiraten, hat jetzt auch ein Kind mit einem Pilot, mit dem Mann, den sie liebt. Aber auch sie hat sehr viel Belästigung erfahren als junges Mädchen und kämpft jetzt stark gegen die vielen Vergewaltigungen in Indien. Und was mich extrem geschockt hat, was sie gesagt hat, ist, dass ich glaube, alle zwei Stunden wird das Mädchen in Indien vergewaltigt und dass die Politik das eigentlich einfach so akzeptiert. Die Politik hat sich sogar geäussert nach einem Gangrape, also nach einer Gruppenvergewaltigung. Und um jetzt zu korrigieren, ist es nicht genau richtig gesagt, aber sie haben gesagt, let's not punish them, because boys will be boys. Also auf Deutsch gesagt, man könnte sie nicht bestrafen, weil Jungs werden halt Jungs bleiben. Also ist ja nicht so schlimm. Es ist wie, oh sorry, mir ist das Glas am Boden gefallen. Und das finde ich extrem. Und in Indien ist es halt wirklich so, dass eine Frau gar nichts wert ist. Und
auch ihr geht, an der Wittika gegenüber geht, so einen riesen Respekt schon mal der Familie gegenüber zu sagen, nein, ich heirate nicht einfach irgendeinen, wo ihr mir sagt, den muss ich heiraten, sondern ich heirate den Mann, weil ich ihn liebe. Das braucht schon extrem einen Kämpfergeist, um sich überhaupt der Familie gegenüber, also ihnen gegenüber zu rebellieren. Oder? Und jetzt ist sie ist die Einzige, glaube ich, sogar in Indien als Frau, die so für Love Matters, also für selber wählen, wer man heiraten kämpft, gegen Vergewaltigungen, wo Leute sexuell instruieren, wie Sex überhaupt funktioniert. Sie spricht auch den Klitoris an in Indien, also Jesus Gott, es gibt so etwas, das Klitoris heisst. Und sie setzt auch, ist auch wieder, sie setzt auch ihr Leben eigentlich jeden Tag aufs Spiel. Mhm. Ja, und das Verrückte ist ja, eben, Indien ist das Land des Kama Sutra. Also vor ein paar tausend Jahren hat man ganz viel über Sexualität gewusst. Und heute ist es ein absolutes Tabu. Und das ist schon verrückt. Also sie sagt, auf indischen Strassen werden Frauen im Bus überall sehr oft sexuell belästigt, vergewaltigt. Delhi heisst ja «The City of Rape». Und also sie so begrapschen eigentlich, nennen sie Eve-Teasing. Das heisst, ein bisschen mit der Eva spielen. Also das heisst, das Bewusstsein, was das für Frauen und Mädchen bedeutet, existiert null. Frau existiert null in Indien. Das ist ja schon mal das erste Problem. Kann sie sich dann erklären, wie die Entwicklung gekommen ist von eben Kamasutra, früher völlig offen und jetzt ist es einfach nur noch... Der Mann macht, was er will, nimmt sich, was er will, egal ob es ihm gehört, ob er darf, ob sie will. Oder das habe ich eigentlich nie mit ihr wirklich geredet, aber sie hat eben gesagt, es hat verschiedene Einflüsse gehabt. Es ist durch einen sehr grossen muslimischen Einfluss auch nach Indien gekommen. Dann die Engländer, die sehr strenge Moral, Sexualmoral gehabt hat. Und eigentlich durch die Entwicklung, also auch durch die Überrennungen von Indien, hat sich das in eine andere Richtung entwickelt. Das Kolonisation. Ja. Ich weiss es, weil ich das Produkt von dieser Kolonisation von Indien bin. Genau, du hast auch indische Wurzeln, ja. Gell? Habe ich bis gestern nicht gewusst, als ich mal noch gefunden habe, ich tue dich mal noch googeln. Mal die Nase an. Gut, also das Krasse ist, politisch akzeptiert in Indien sind Vergewaltigungen, hingegen in Japan politisch nicht akzeptiert ist Kunst, die um Vaginas geht. Das hat auch am eigenen Leib Roku Denashko erfahren, ein bisschen schwieriger Name. Sie hat einen Abdruck von ihrer Vagina gemacht und aus dem... Kunstwerk, ein Boot gemacht etc. und ist für das verhaftet worden. Auch da schauen wir jetzt schnell rein. Nennen, Kanamara Matsuri, die Leute kommen. Moshi, Josekin, das Symbol ist, Omikoshi, dann ist es nicht so ein Gefühl, wie es nicht so ist. いまだに女性は土俵に入ることもできません。寿司職人になることもできないし、女性が入山できない生産もあるんですよ。仏教が日本に伝来して、女性の体は邪悪なものとされました。汚れた体のために成仏できないという考え方もあったんですよ。 Das Erstaunliche ist, du hast es vorher schon mal erwähnt, im Buddhismus ist die Frau doch noch so benachteiligt. Sie darf keine Sushi-Köchin werden. Also Sachen, die ich noch nie gehört habe, mir nie hätte vorstellen können, dass das so ist, oder? Wenn man halt meint, dass es extrem tolerant ist. Es hat auch sehr tolerante Ansichten. Aber der Frau gegenüber ist eben, das Krasseste ist, du kannst als Frau gar nicht die Erleuchtung erreichen. Also bist du quasi doomed to burn in hell.
Ja, und alles liegt am Körper von der Frau. Ja. Die ist schuld. Also es ist eigentlich das Gleiche wie im ultraorthodoxen Judentum. Die Menstruation wird als die Sünde, die aus der Frau rausfließt und damit sie die Wäsche waschen muss, also so ist es entstanden, die Idee, dann irgendwie heilige Männer aus dem Wasser trinken. Das heisst, sie ist für alle Sünden auf der Welt, muss sie einstehen, ist sie verantwortlich wegen ihrem Körper. Und deshalb eben, Sushi-Koch ist, glaube ich, die Argumentation, dass die Frauen ein bisschen Temperaturschwankungen haben und darum können Sushi schlecht werden. Also ich meine, es ist so abstrus. Und aber man kann Fieber haben. Ja, natürlich. Und ich meine, vor allem, wir haben ja nicht Fieber, sondern es ist, was hat das mit dem Sushi zu tun? Aber vor allem, wenn man es noch mehr anschaut, was ja deine Tage sind, ist ja nichts anderes, als du bist jetzt bereit, quasi zum Leben zu kreieren. Also in dem Moment, wo du deine Tage bekommst als Frau, heisst das, du kannst Leben kreieren. Du kannst schwanger werden. Also wie kann das eine Sünde sein? Weil schwanger sein ist ja das Weltwunder, sagen die alle, das Wunder der Welt. Aber gleichzeitig ist deine Periode als Sünde angesehen. Es geht gar nicht auf. Mhm. Weil ohne Periode könntest du nicht schwanger werden. Yeah. Und darum, ich habe das erlebt in der Mongolei. Das ist auch ein buddhistisches Land. Und da habe ich wieder den Ursprung anschauen auf so einem Tempel, auf so einem Berg. Und dann hat mir der Führer dann gesagt, ich darf nicht auf, weil ich sage dreckig. Und dann habe ich gefunden, wie meinst du jetzt das? Also, ich habe wirklich nicht gewusst, was er meint. Das ist jetzt auch schon 10 Jahre her oder so. Und dort war meine erste Begegnung mit Rassismus Frauen gegenüber, die irgendwie schon über 16 oder 13 oder was auch immer sind. Und da habe ich auch nachgefragt, was das eigentlich soll. Und hat gefunden, durch das, dass ich meine Tage schon habe, sehe ich dreckig und darum darf ich nicht auf den Ursprung vom Buddhismus. Das war dann auch das letzte Mal, wo ich auch am Buddhismus geglaubt habe. Um so ein bisschen das Thema Glauben abschliessen, möchte ich gerne von euch noch wissen, ich weiss nicht, ob ihr mit ihnen darüber geredet habt, aber die Frauen haben alle Schicksalsschläge erlebt, teilweise auch eben wegen der Religion. Haben sie ihren Glauben verloren? Nein. Also, Deborah Feldmann ist immer noch jüdisch gläubig? Bei der Deborah weiss ich es jetzt nicht genau, aber ich weiss zum Beispiel, die Leila ist definitiv gläubig. Sie sind eigentlich alle immer noch gläubig, aber sie haben einen Glauben. Sie glauben nicht an die Religion, an das, was die Religion sagt. Genau, die Institution, also Doris unterscheidet das ganz klar. Die Institution katholische Kirche, das ist für sie, das ist einfach, so kann sie nur Kritik anbringen. Aber ihren Glauben an Gott, den hat sie auch geschützt vor dem Selbstmord, nachdem sie vergewaltigt worden ist. Also ihr Glauben an Gott ist nicht erschüttert worden, aber sie glaubt nicht mehr an die Institution. Und Leila, sie sagt, ja, ich bin Muslimin, aber die fundamentalistischen oder die radikalen Ideen und eben das, was man als Tradition und als Brauch weiterträgt und wo mit dem Mädchen und Frauen irgendwie körperlich schwer schädigt oder ihr Leben zur Hölle macht, das kann sie nicht akzeptieren. Und das hat ja auch nichts mit dem Glauben zu tun. Und das ist vielleicht auch noch etwas, was alle sagen, ist, es wird ja immer als Wort Gottes wiedergegeben. Aber das Wort Gottes ist jetzt halt nun mal von Menschen, von Männern geschrieben worden, von Menschen geschrieben. Und das sagen alle 5 Protagonistinnen. Und darum können sie nicht als Wort von Gott glauben, das dort drin steht, weil es einfach schon mal gar nicht Sinn macht. Sie glauben an ihren Gott, an ihren Allah, an Buddha, whatever, aber an das, was sie repräsentiert. Und das bringt sie weiter im Leben und gibt ihnen Stärke. Aber du kannst nicht als Wort Gottes glauben, wenn es von einem Menschen geschrieben worden ist. Weil es halt einfach nicht. Ich würde zum das Gespräch abschließen gerne noch so ein bisschen den Schweiz-Bezug machen. Jetzt bezüglich der Unterdrückung von der Sexualität von der Frau, wo seht ihr jetzt in unserer westlichen Welt nicht in radikalen Glaubensgemeinschaften drin Probleme? Also oder gibt es überhaupt Probleme? Also ich glaube, einerseits haben wir in unserem Alltag extrem viel Druck auf Frauen, wie du dich musst verhalten, was du als Frau musst sein, wie du musst reden, wie du musst aussehen. Ich meine, der ganze Facebook, Instagram, all die Flashes, so als junge Frau bist du unglaublichen Druck ausgesetzt. Schönheits-OP, eben. Ich meine, Leila sagt, sie wird wahnsinnig, wenn sie irgendwie daran denkt, dass so viele Frauen sich immer mehr, irgendwie, ich glaube, letztes Jahr ist um 300% in der Schweiz auch in England aufgegangen. Eben, Schönheits-OP an den Schamlippen. Wie kann das nur sein? Und das andere ist halt, also wenn ich
Mainstream-Pornografie anschaue, dann denke ich halt auch, also wo stehen wir denn heute? Also was wird in der Mainstream-Pornografie gezeigt? Frauen, die alles wollen, die nie Nein sagen, die alles ganz toll finden, möglichst noch mit Gewalt und mit Unterdrückung und mit Demütigung der Frauen. Klitoris. Gibt's nicht. Küssen, Zärtlichkeit. Mhm. Also eigentlich wieder, es ist nicht selbstbestimmte weibliche Sexualität, die die jungen Frauen jetzt auch lernen, durch das Bild, das wir jetzt haben, eigentlich überall, es ist ja sogar weltweit, es ist nicht nur bei uns, mhm. über die weibliche Sexualität und was Frauen toll finden. Ich glaube, das ist ein enormer Druck und es ist ein enormes Problem und es ist so wichtig, dass wir dort her schauen. Und auch, wenn man bei uns jetzt schaut, wie viele Frauen vergewaltigt werden und wie viele Frauen aus dieser Vergewaltigung dann auch wirklich zu der Polizei gehen und sich melden, weil sie ein Schamgefühl haben. Sie schämen sich für das, dass sie vergewaltigt worden sind. Also kann etwas auch mit unserer Gesellschaft nicht stimmen. Weil du musst dich als Letzte schämen. Wenn du vergewaltigt worden bist, mhm. dann soll sich der Täter soll sich schämen und der soll bitte weggesteckt werden. Auch schon nur, was man für eine Strafe bekommt für eine Vergewaltigung in der Schweiz, ist lächerlich. Und dass es kann verjähren, oder? Genau, und das Ding ist ja, sorry, aber wenn ein Mann eine Frau vergewaltigt, dann hat er offensichtlich irgendwo einen Schrauben locker im Hirn und gehört nicht auf freiem Fuß in unserer Gesellschaft. Und dass er für das, ich weiss jetzt 2 Jahre oder irgend so etwas bekommt, ist für mich eigentlich ein Affront und ist eine Respektlosigkeit, die für mich null Sinn macht. Und auch, dass teilweise die Frauen, die dann den Mut haben, zur Polizei zu gehen, dann von der Familie, vom Umfeld, auch, habe ich auch schon gehört, von Polizisten selber, was hast du denn angehabt? Das geht dich nichts an, was ich angehabt. Und wenn ich Viertel Blut will, durch die Stadt Zürich rennen, hat gibt das Recht dazu. Immer noch nichts Recht, an einem Mann mich zu vergewaltigen. Mhm. Und das muss man, glaube ich, einfach, wir haben mal darüber geredet, das sollte man vielleicht bei den Schulen von klein auf wirklich die Kleinen anfangen, irgendwie informieren und sensibilisieren, ja. Weil der Mann halt biologisch gesehen stärker ist und dass die Stärke auch eine Verantwortung ist, statt dass man die missbrauchen tut. Mhm. Oder? Und das muss von klein auf passieren, weil uns verändert man sie wahrscheinlich auch nicht mehr. Oder? Aber das wäre zum Beispiel mal eine Idee, dass man die jungen Buben und die jungen Mädchen von klein auf wirklich sensibilisieren würde, auf was da eigentlich abgeht. Melanie, noch eine Abschlussfrage an dich. Das war dein erster Job als Executive Producer. Ja. Willst du das wieder mal machen oder wie sieht es bei dir aus mit künftigen Projekten? Jetzt ist zwar das erste noch nicht mal richtig abgeschlossen, aber... Es ist nicht so, dass mein Traum jemals gewesen wäre, Executive Producer zu sein. Ich muss an dieser Stelle aber sagen, ich kann auch nie Schauspielerin sein. Und meine grossen Leidenschaften sind lustigerweise mir im Leben immer gebracht worden. Sie sind immer zu mir gekommen. Ich bin nicht aktiv auf sie zugegangen. Und es ist nicht so, dass ich jetzt Produzentin bleiben will, Executive Producer oder in die Produktion einsteigen. Ich werde auf alle Fälle mit der Barbara weiterarbeiten. Und wenn es weitere Filme wird geben wird, die etwas sollten bewegen, die etwas können bewegen, dann werde ich auch diesen Schritt machen und auch auf diesem Pfad bleiben. Aber ich werde jetzt nicht anfangen, irgendwelche Sci-Fi-Filme zu produzieren. Das sicherlich nicht. Aber ich habe sicher eine Leidenschaft für mich entdeckt mit der Barbara, die ich nicht loslassen werde. Ich danke euch beiden viel mal, sind ihr da gewesen. Und ich danke auch euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Reinschauen. Für all die, die gewundert worden sind auf den Film, ihr müsst euch nicht mehr lange gedulden. Ab dem 15. November ist er dann nämlich in den Schweizer Kinos zu sehen. Jetzt wünsche ich euch allen einen ganz schönen Nachmittag. Macht's gut und ciao zusammen.